Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Sieve. Das letzte Mal waren wir stehen geblieben, als wir aus den Ruinen fliehen wollten. Und ja, stehen jetzt hier in diesem Raum. Ja, was ist das für ein Raum? Da sind wir am Anfang auf dem Hinweg schon mal hergekommen und jetzt müssen wir da hoch. Ich bin überlegen, ob ich ihn K.O. hau oder ob wir versuchen, unauffällig zu machen, weil er sich nicht bewegt. Und einfach mal hier hochklettern. Dann wird er uns wahrscheinlich schon bemerken. Wenn wir jetzt das alles hier anspringen. Aber man kann es ja mal probieren. Mich überrascht nichts mehr. Ach, nicht? Perfekt. Genau so wollten wir das haben. Runter hier. Die Nacht dauert ewig. Und dann kommen wir hier lang. Weil auf dem Hinweg waren die alle noch zu. Warum das jetzt offen ist, weiß ich auch nicht. Deswegen haben wir alles schon nachgeschaut. Was hören wir denn hier? Klingt auf jeden Fall nicht gerade gesund. Batman-Style. Aha. Was ist denn hier los? Bricht alles ab? Ist da unten irgendwas? Das scheint nicht so, aber... kann ja sein. Bestraf mich, Mutter. Ich war böse, so böse. Warte, nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure. Au! Komm her zu mir. Au! Was geht denn hier vor, General? Au! Das reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Oha. Du! Drecksratte! Ich bring dich um. Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Das wirst du bereuen. Abgeschlossen. Gucken wir mal. Opportunist, du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen. Richtig. Das ist doch schon nicht schlecht. Wir wollten ja nicht mehr Jäger spielen, wir wollten es ja mal ein bisschen anders probieren. Und das wurde jetzt auf jeden Fall. Wir sind zwar noch kein Phantom, aber das sieht schon ganz gut aus. Keine Kills oder K.O.-Schläge. Leider nicht. Schielt alle Beuteobjekte nur 66%, das ist auch schon wieder super wenig. Aber immerhin 3 von 5 Sammlerstücken. Wenn ihr nur weiter gucken wollt, dann ja, macht das. Könnt ihr Pause drücken. Fortfahren. Ja, kurz mal einen Schluck trinken. So. Schaukästen aktualisiert. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier war drin. Ach ne. Hier ist immer noch unser Lagerraum. Was haben wir denn? Ablegen. Ja, wir machen die jetzt erstmal hier voll. Und dann können wir uns neu kaufen, wenn wir dran denken.
Dämon. Behalten wir noch eins. Und ja, ist schon gut. Schon gut so. F1 Unikate. Haben wir wahrscheinlich alles schon. Antike Figur. Das funkelnde Federkleid. Aha. Nix. Mensch. Müssen wir aber noch ein bisschen üben. Jennifer. Basso. Begib dich zum verkrüppelten Burg. Ist irgendwas passiert oder warum nicht seine Krähe? Werden wir gleich mal gucken. Scheint ganz auf jeden Fall nicht. Aber diesmal habe ich das sogar nicht weggedrückt. Unglaublich, aber wahr. Und ich muss auf jeden Fall mich dran gewöhnen, einen Wecker zu stellen. Weil schätzen kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange die letzte Folge war. Ich weiß nicht, wie lang diese Folge wird. Ich setze einfach mal das an, so 5 Minuten. Und wir gehen jetzt einfach direkt weiter. Und wenn es ein bisschen länger wird, sollte es auch keinen stören. Waren ja die letzten Folgen auch absichtlich. Während du dich aus deiner Deckung lehnst, kannst du schnell zu einer anderen Deckung huschen. Der Rest habe ich mir jetzt dazu gedacht. Wesley Sunderland! Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich! Der Eisentyrann tötet uns! Es das ist doch nicht die Gerechtigkeit! Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Mal gucken. Zu lange hat Baron Northcrest das Leben aus unserer Stadt gesaugt. Aber was mir eingefallen ist, wir hatten noch die Notiz gefunden mit den Geheimverstecken oder dem Geheimschalter auf an dem Platz, auf dem Platz. Aber heute werden sie zuhören. Mit dem Obelisken. Da wollten wir auf jeden Fall auch noch vorbei. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir hier rein. Sind wir schon so oft vorbeigelaufen. Wow. Ganz schön dunkel. Sehr dunkel. Das heißt, auch wir werden nicht gesehen. Denke ich mal. Da ist noch eine Tür. Da sind auch ein paar Sachen. Ist hier irgendwer? Neue Anweisungen. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Nachdem wir uns hier umgeschaut haben. Ein Stift. Ein Buch. Bericht der Wache 3498. Abriegelung. Ganz viel zu lesen. Ach, da freue ich mich ja. Kann ich ja so gut.
Es übt, es übt. Tja, noch was Wertvolles? Ich friere. Was draußen? Ich hoffe. Ein Schloss. Eins. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Nix. Komm schon. Zwei. Dreh. Meine Güte. Na, das ist noch ganz schön friemelig. Weil er nimmt die Maus nicht 1:1 an. Und dann sind so ganz kleine Abschnitte manchmal echt schwierig. Aha. Büste des Barons. Schade, ich hätte mir ein Sammlerstück erhofft. Aber man kann nicht alles haben. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas. Gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich glaube, auf dem Platz, wo er gerade gehängt wurde, da ist nicht so viel. Okay. Warum hat er jetzt geladen? Kann nur meine Zähne wackeln. Weil wir in ein anderes Gebiet gekommen sind, oder wie? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und hier sind viele Leute und ich stehe im Licht. Ist ein bisschen blöd. Weil wir wollen ja eigentlich nicht entdeckt werden. Da! Siehst du sie nicht? Wo? Nein. Das sind zu viele Leute. Was haben wir denn hier? Jetzt aber. Nix. Ich versuche nicht trübsinnig zu werden. Da ist irgendwas. Wirklich? Frage ist nur was. Ja, aber ich frage mich jetzt auch gerade, was wir hier sollen. Eigentlich wollen wir hier ja gar nicht hin. Wir könnten das holen, was da liegt. Da! Theoretisch. Siehst du sie nicht? Aber darf ich nur vom Wachen oder auch von den Leuten nicht gesehen werden? Vor einer Sekunde war sie noch da. Scheinbar nur vom Wachen. Was ist aus dieser Stadt geworden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt hier schon wieder eine. Hier gibt es so viel zu erkunden. Das ist krass. Kann man gar nicht alles schaffen, glaube ich. Aber wenn man normal viel Zeit hat. Springst du immer sofort rüber. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Habt ihr alle mit eurem Kaffee? Oh, da ist eine Wache. Hier waren wir und hier ist der Obelisk. Mal gucken, wie wir hochkommen. Das bildest du dir ein. Sie existiert nicht. Vor einer Sekunde war sie noch da. Hochkommen. Sie weint immer, aber ich sehe keine Tränen. Man muss es irgendwo hochgehen. Hilf mir. Sich manchmal. Hier geht's wieder in das andere Gebiet. Aha. Gucken wir mal. Vielleicht liegt hier aber auch noch was. Ja, wenn man
Schraubenschlüssel, Leute, beziehungsweise eine Zange. Kaufen wir uns auf jeden Fall als nächstes. Siehst du sie nicht? Ohne geht ja gar nicht. Hör doch, das bildest du dir ein. Sie existiert nicht. Vor einer Sekunde war sie noch da. Sie weint immer, aber ich sehe keine Tränen. Wie kommen wir denn da hinten vernünftig durch? Ich glaube, hier ist nichts. Könnten wir jetzt hier lang schleichen? Ich weiß, wie du schießt. Ich fühle mich nicht sicher. Aber hier war der Obelisk, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich hoffe es. Kommen wir hier drüber. Hier rum. Oder war hier nur dieser Turm? Oder irgendwo auch der Obelisk? Hundertprozentig. Schwierig, schwierig. Da oben komme ich da auf jeden Fall rein. Egal, sonst gucken wir uns das wann anders mal an. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück zum Brick. Zumindest da, wo es ungefähr sein sollte. Und dann gucken wir mal. Der Storyline folgen. Jetzt haben wir nämlich schon wieder, weiß ja nicht, gut. Ach, dauert ewig. 5 oder 10 Minuten hier rumgehangen. Ach, ich weiß jetzt aber erstmal, was wir machen. Wir haben ja jetzt die ganzen Dokumente gekriegt, die können wir erstmal durchlesen. Ein Bericht der Wache 3, 498. Vom Wachmann Munion. Zusammenfassung. Waffenvorrat 6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munion und Koss inspiziert und erfasst. Gut, dass Koss ein guter Kollege von mir ist. So, wirklich. Abriegelung. 21.06.842 NR. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache, stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich. Eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf der Straße. Orsley Durnham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnet die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Die Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagt er heute. Heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertores. Und das verdanken wir all dem Baron, fügte er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. So, und wenn ihr mein Lesen nicht hören wollt, was ich manchmal vielleicht verstehen kann, dann drückt Pause und überspringt's. Stört mich auch nicht. Ah, wieder raus hier. Bisschen umgucken müssen wir uns ja trotzdem. Aber wir müssen auf jeden Fall auch einkaufen, weshalb wir auch zum Brewery gehen. Danach können wir ja immer noch schauen, was wir machen. Zack. Sind wir auch schon. Ja. Hallo. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für diese Folge. War, denke ich, lang genug. Deswegen hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, obwohl jetzt ja nicht so viel war. Hoffe, man sieht sich wieder. Wünsche euch noch viel Spaß. Lasst mir ein Like da oder einen Kommentar oder ein Abo oder was ihr möchtet.
Macht's gut und haut rein, bis zum nächsten Mal.